Die Leiche wird dabei zum Laufsteg und die Tänzer stolzieren dabei rum wie bei einer Modenschau. Und das auf möglichst hohen Schuhen. Voguing ist gerade sehr, sehr angesagt. Und natürlich gibt es in Köln auch schon Voguing-Kurse. Exzentrische Laufstegposen, hohe Absätze und jede Menge Attitude. Was auf den ersten Blick wie eine Modenschau daherkommt, ist der neueste Trend auf den Tanzflächen. Voguing heißen diese superfemininen Tanzschritte, die an Modelposen aus den Modemagazinen erinnern. Genauso wie Models, die sich vor der Kamera in Pose schmeißen, werden beim Voguing einzelne Bewegungen rhythmisch aneinandergereiht. Entstanden ist der Tanz Ende der 60er Jahre in New York. Schwule haben sich in sogenannten Voguing-Battles Anfeindungen aus der Gesellschaft von der Seele getanzt. Durch Popstars wie Madonna ist der Tanz über die Grenzen der Subkultur hinaus populär geworden. Auch Tänzerin Christiana Angelescu alias Crystal Melody hat sich vom Voguing-Fieber anstecken lassen. Zusammen mit Ray und Raya tanzt sie in Deutschlands erster Voguing-Crew, dem House of Melody. Es gibt mir halt super viel Selbstbewusstsein. Du kannst halt dich in verschiedene Rollen begeben. Und das ist so der einzige Grund, warum ich mich in das Voguing verliebt habe eigentlich. Ja, genau. Crystal Melody hat den Tanztrend nach Köln geholt. Jeden Montag können sich Interessierte jeden Alters und Geschlechts im Grüngürtel kostenlos vom Tanzprofi in die Kunst des Voguings einführen lassen. Lektion Nummer 1, New Way. Lines und Stretches, ja. Das heißt, wir benutzen unsere Arme eigentlich wie verschiedene Linien und Boxen, ja? Wichtig ist, dass jede Bewegung, jeder Blick präzise ausgeführt wird. Die Koordination der Arme birgt allerdings so ihre Schwierigkeiten. Ja? Let's go! Voguing erfordert Mut, sich vor Publikum zu präsentieren und seine feminine, maskuline oder auch animalische Seite zum Vorschein zu bringen, ist schließlich nicht jedermanns Sache. Wer sich nicht zu ernst nimmt und Mut zum Ausdruck beweist, der wird von der Voguing-Community wie ein Star gefeiert. Das ist einfach so ein Safe-Ort, wo man einfach etwas Neues ausprobieren kann und etwas sein kann, was man im Alltag nicht ist. Und jetzt kommen wir noch mal zu einem essentiellen Move beim Voguing. Ja? Das ist nämlich der Dip. So, das wäre der Sprung. Ja? Der Sprung, zack und bam. Ja? Das wollen wir jetzt mal ausprobieren, okay? Gewogt wird in unterschiedlichen Kategorien. Neben New Way gibt es zum Beispiel noch Vogue Femme. Große Gesten und theatralische Blicke à la Marilyn Monroe. Bei Vogue Femme darf man sich zum Beispiel auch auf den Boden werfen oder dippen, wie der Profi sagt. Die Tanzschritte machen Spaß, sind aber nicht ganz ungefährlich. Also unbedingt aufwärmen. Das sind absolute Profis, mit denen wir hier arbeiten. Aber sie lernt doch sehr schnell. Also. Naja. Ich bin froh, dass ich mir noch keinen Knöchel gebrochen habe. Aber was mir sehr gefällt, ist, wie viel Power auch darin stecken kann, einfach zu sagen so, hold that pose for me. Voguing ist nicht nur Tanz, für viele ist es auch eine Lebenshaltung. Denn beim Voguing geht es nämlich vor allem um eins, selbstbewusst Haltung zu zeigen. Na dann, und wenn Sie es ausprobieren wollen, die nächsten kostenfreien Voguing-Sessions finden Sie bei Facebook unter Crystal Melody. Und weitere Voguing-Kurse gibt es auch im Millennium Dance-Komplex in Köln-Bickendorf. Ja, und wir gehen